wieder hoch. Komm wieder hoch. Piti, da ist sie. Willkommen auf unserem Boot. Hallo, hey, ja. Komm, kommst du mit rein? Theo, erzähl mal, wo sind wir hier jetzt? Auf dem Boot. Auf dem Boot? Wie heißt unser Boot? Maverick Elola. Maverick Elola. Und hier ist unser Salon. Was machen wir hier alles so? Wir essen hier und spielen hier Lego und Pitti. Die spielt hier gerade so schön, ja. Ihr habt da gerade schon was aufgebaut, ne? Und wir haben hier echt super viel Platz. Was machst du, wenn wir segeln? Mit einem Boot spielst du denn hier und guckst du raus? Ja. Ja, und? Und was noch? Und ich zieh meine Schwimmweste an. Richtig. Was kann man denn noch so alles machen hier auf dem Boot? Frühstücken, Weihnachtsfeiern? Ja. Und was machen wir noch so? Geburtstagsfeiern, wie bei Pizza-Geburtstag. Was macht dir denn noch so besonders viel Spaß? Hinten hängt das am Boot. Mit dem Dingiboot fahren. Mit dem Dingiboot fahren? Und manchmal können wir auch, wenn es ein Hafen ist, rübersteigen einfach. Stimmt, ne? Das ist auch praktisch. Ja, und wenn es zu weit ist und ein Hafen ist, dann aktivieren wir immer auf so eine Brücke. Die Gangway das ist jetzt ein praktischer Ort. Wir müssen hier gar keine Gangway ausstehen, sondern eine Treppe, die gerade weiß vermalt ist. Mhm. Stimmt, das haben sie uns hingestellt, damit ihr auch schnell vom Bord kommen könnt, ne? Ja, oder ich kann das schon allein, aber ich glaube, man muss mal schon, wenn man auf den Spielplatz auf Mama und Papa hören. Absolut. Und einen Strand haben wir auch noch hier nebenan. Willst du vielleicht mal dein Schlafzimmer zeigen, wo du schläfst? Ich hüpfen. Im Schlafzimmer. Nicht hüpfen, Theo. Wer schläft da? Wir. Alles immer ich, aber und Papa und ich, aber irgendwann mal Mama und Papa. Und dann schlafen wir in Mamas eigenen Ladebett. Wer schläft dann alles bei Mama drüben in der anderen Koje? Papa. Wer schläft dann drüben? Wir beide, Piti und ich. Genau. Da kommt das Kinderzimmer hin, ne? Und wo ist das Klo, Theo? Haben wir ein Klo? Zeig mal, wo das ist. Da, was haben wir denn da alles drin? Ein Waschbecken, ein Mülleimer, eine Toilette. Da ist die Toilette. Klopapier, ein Handtuch und eine Decke und eine Zahnbürste. Kann man da auch duschen? Ja. Man muss einfach nur den Hebel anstellen. Super. Und wenn man Hände waschen will, das raus. Und wenn man hier duschen will, dann kann man ihn abziehen. Guck. Ja, genau. Und wie fährt man den wieder ein? Da reinschieben. Natürlich. Genau. Durchsingen! Nicht übertreiben. Theo, was ist besonders wichtig auf dem Boot, wenn man Hände wäscht? Also nicht so doll das Wasser anmachen, weil sonst haben wir keinen Tag mehr. Und ich sehe da, du hast ein Fenster, Theo. Wo geht denn das hin? Ins Wasser. Was sieht man da? Dingiboote und das Wasser und diese Städte. Zeigst du mir das mal? Zeigst du mir das mal? Ja, hier. Da kann man rausgucken. Theo, was haben wir hier noch alles? Erklär das mal. Essen. Das ist unser kleiner Einkaufsladen, ne? Ja. Das ist das beste Fach? Alle. Alle? Ich dachte, das hier oben.
Was ist da drin? Zwei Sprit! Was ist da drin? Nicht hopsen. Nicht hopsen, bitte. Weißt du, was da drin ist? Natürlich Süßes. Wie Finger oder Lutschers. Für Pies, genau. Theo, zeigst du uns noch das Trampolin? Ja. Theo, wo ist der Anker? Weißt du das? Da drunter? Ja. Und wie wirft man den runter? Na, einfach diese Luke aufmachen und die Fernbedienung rum. Genau. Knopf. Dann haben wir auch ein Segel. Ja. Wo ist das? Da, genau. Eingepackt, ne? Ja, das ist eine Mahé 36, die haben wir seit letztem Jahr in Griechenland gekauft. Wir sind mittlerweile auf Sizilien und unser Plan ist, dass wir sie immer von Jahr zu Jahr weiter Richtung Deutschland bringen und dann auch vielleicht mal am Wochenende nutzen können. Wie gefällt dir das Boot? Oh, ich bin so happy mit dem Boot. Also erstmal natürlich, dass es ein Katamaran ist. Wir hatten ja schon mal einen Katamaran und seitdem bin ich halt echt ein bisschen versaut für einen Rumpfer. Der Platz ist echt cool. Es ist zwar ein kleinerer Katamaran, 36 Fuß wie gesagt, aber dadurch, dass es eine eigene Version ist, haben wir zwei Kabinen und zwei Bäder und dadurch sind die Kabinen einfach sehr geräumig und sehr komfortabel, weil es halt einfach mehr Platz ist. Ansonsten haben wir schöne Features, netterweise eine Klimaanlage. Das liebe ich ganz besonders an diesem Boot momentan. Hier ist auf Sizilien gerade extreme Hitzewelle und ich habe seit ein paar Jahren ein bisschen Probleme immer mit der Hitze und ich bin so happy, wenn ich bei uns an Bord kommen kann und im Hafen zumindest dann die Klimaanlage ist. Vor Anker ist natürlich sowieso ja immer ein bisschen Wind. Als wir das Boot übernommen haben, war eigentlich nichts mehr gemacht seit Auslieferung und wir haben letztes Jahr auf Lithium-Batterien umgewechselt und dadurch können wir jetzt hier an Bord ziemlich komfortabel einen Wasserkocher benutzen, auch vor Anker. Wir haben so einen elektrischen Kaffeekocher, so einen Espresso-Maker und einen Milchaufschäumer und das ist echt schon ein ganz anderes Leben. Wir haben vier große Solarpaneele und ich bin immer noch ein bisschen verunsichert, wenn die Batterie auf einmal auf 70% oder sowas runtergeht und denke dann kann ich doch nicht mal eben den Wasserkocher anmachen, aber das geht so schnell bei den Lithium-Batterien, dass das wieder aufgeladen ist, auch vor Anker. So eine Nacht vor Anker mit Ankerlicht und sowas zieht dann ein bisschen, mit Kühlschrank haben wir ja auch, aber das ist wirklich mit unseren vier Solarpanelen schnell wieder aufgefüllt. Wir hatten vorher eine Belize 43, also 43 Fuß Katamaran. Und obwohl das jetzt hier nur 36 Fuß sind, ist das Platzangebot eigentlich relativ ähnlich, wenn nicht in manchen Teilen sogar noch ein bisschen besser. Wir haben eine eigene Version, das heißt, wir haben nur zwei Kabinen und zwei Bäder. Und dadurch, dass quasi das ganze Achterschiff jeweils mit einer Kabine belegt ist, ist da halt super viel Platz und das Bad ist dann vorne im Vorschiff. Und ja, und auch hier der Salon ist wirklich sehr geräumig für vier Personen, super ausreichend. Die Anordnung ist super mit der Pantry, ja, sehr angenehm. Ich bin natürlich ein riesiger Katamaran-Fan, seit wir den ersten Katamaran haben. Wir sind ja auch lange Zeit mono gesegelt. Für mich ist einfach das Platzangebot einfach unschlagbar, dass man oben hier die ganze Zeit rausgucken kann.
für die Kinder ist natürlich auch total super beim Spielen. Die bauen ihre Türmchen da und die bleiben meistens stehen, wenn es nicht zu heftig ist. Und ja, auch für mich, ich werde ja schnell seekrank. Das ist definitiv angenehmer auf dem Katamaran, auch wenn ich trotzdem auch mal seekrank werde. Aber das, ja, auch alleine, dass man nicht alles wegräumen muss, natürlich klar, seeklar machen. Aber wenn ich mich hier so umgucke, hilft es meistens irgendwie, so eine Glasschüssel nur eine Etage tiefer zu stellen oder so. Oder eine Flasche hinzulegen. Das ist schon sehr angenehm. Seit der Auslieferung ist an der Technik nicht mehr viel erneuert worden und da haben wir jetzt schon ein paar Updates gemacht. Wir haben hier einen Batteriemonitor zum Beispiel, der ist super praktisch, zeigt hier die allgemeine Batterieversorgung. Hier kann man hier durchschalten, wie viel wir gerade machen, wie viel wir verlieren. Und hier sieht man dann auch die Starterbatterie und die Servicebatterie. Und theoretisch kann man da noch so alle, das Barograph, alle möglichen Sachen anschließen. Das kommt dann noch in nächster Zeit, Wassertanks und so weiter. Das geht hier jetzt noch oldschool. Ansonsten haben wir noch ein Vespa Marine Cortex AIS Transponder eingebaut. Der ist auch super praktisch, gleich mit integriertem Ankeralarm. Da kann man schön hin und her schalten. VHF ist das, genau. Alles dabei. Nur Radio kann man nicht hören. Außer das, was die hier manchmal singen auf Kanal 16. Außerdem haben wir noch von Mastervolt ein Inverter und Ladegerät, das wir auch auf dem Wasser dann ganz bequem den Wasserkocher benutzen können oder halt unsere Espresso-Maschine. Dann schalten wir einfach um. Ansonsten haben wir noch die Polster erneuert. Das war jetzt dann doch auch langsam fällig. Die waren echt nicht mehr ganz so schön durch die ganze UV-Strahlung hier rein. Da sind wir sehr happy, dass das jetzt so schön aussieht und frisch. Das Cockpit ist natürlich deutlich kleiner als bei unserem alten Katamaran, aber ja, auch total ausreichend für vier Personen, genügend Platz zum Sitzen. Hier kann man theoretisch auch nochmal Stühle oder Hocker oder wie auch immer hinstellen. Das haben wir bei dem alten Katamaran auch machen müssen, wenn viele Leute da waren. Eine sehr gemütliche Steuerbank und auch ein paar Instrumente. Den Plotter haben wir zum Beispiel auch schon neu gemacht. Da war vorher natürlich keiner da. Und ansonsten ist es noch relativ so, wie es vorher war, außer dass man jetzt endlich was sehen kann beim Drehzahlmesser. Der war nämlich blind. Was auf jeden Fall noch in den nächsten Saisons, Jahren passieren soll, ist eine Art von Sonnenschutz. Johannes denkt schon drüber nach, hier eine Art Sonnendach zu bauen, weil der Steuermann sitzt hier doch ganz schön in der prallen Sonne sehr exponiert. Und genau, das ist das Kettenzählwerk hier, was jetzt nicht immer 100% akkurat ist, aber so einen Richtwert gibt. Und manches Mal hat man dann doch irgendwie eine Markierung an der Kette übersehen und das ist echt mega hilfreich. Also ist natürlich irgendwie eine Spielerei, hatten wir vorher auch nicht, aber nice to have. War an Bord. Ein doller Zufallstreffer war eigentlich unsere Rettungsinselhalterung. Wir haben uns überlegt, wo machen wir die hin? Hatten erst überlegt, ob wir die hinter den Sitz, hinter die Sitzbank, naja, bolzen oder wie auch immer. Diese Halterung hatten wir schon, diese Klammer quasi. Und haben dann gemerkt, dass das genau unter diesen Sitz da halt passt. Richtig gut.